Der Oldenburger Energieversorger EWE steht im Verdacht, jahrelang Wärmegeld von Kunden kassiert zu haben, ohne fällige Konzessionsabgaben zu zahlen. Die Abgabe ist eine Art Pacht, die vom Kunden abgerechnet und von der EWE an die Städte und Gemeinden weitergegeben wird, um Strom- und Gasleitungen über deren öffentlichen Grund zu legen. Die EWE musste kürzlich einräumen, dass sie für die 25.000 Wärmekunden keine Konzessionsabgabe entrichtet hat. Der Konzern begründet dies mit einer unsicheren Rechtslage. Bei dem Geschäftsmodell gehören die Heizungsanlagen nicht den Hausbesitzern, sondern der EWE. Sie kommt für Reparatur und Wartung auf, die Kunden zahlen einen sogenannten Wärmepreis. Die Gaslieferung für diese Haushalte deklarierte der Energieversorger daher als Eigenverbrauch und erklärte, dass darauf keine Konzessionsabgabe an die Kommunen fällig sei. Experten sehen das anders. Auch die entsprechende Verordnung im Energiewirtschaftsgesetz lässt diese Ausnahme nicht zu. Der Energieversorger hat angekündigt, die Abgabe rückwirkend für die vergangenen 14 Jahre abzuführen. Geschätzt sind das rund 2,5 Millionen Euro. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass die EWE mit diesem Argument steuerliche Vorteile geltend gemacht hat. Auch dann wären rückwirkende Zahlungen fällig. Experten schätzen diese auf rund 1 Million Euro pro Jahr plus Zinsen.